Ja, moin, herzlich willkommen zu Teil 20 mittlerweile auf Stefans kleiner Welt hier auf YouTube. Heute in Teil 20 geht es um den Gleiswendel, also Segment 5, was hinter mir steht. Ja, wie ihr hier sehen könnt, habe ich hier den Gleisplan vom Gleiswendel liegen. Einfahrt, Zufahrt und dann der Wendel selbst, ne? Rumpf und Kram ist das so ein bisschen versetzt gedruckt, weil ich das jedoch absichtlich so geplant habe, damit ich die Höhenunterschiede alle gut erkennen kann. Ne, weil wenn das stumpf übereinander ist, siehst du nicht mehr, welche Ebene welche Höhe hat. Zumindest habe ich nicht herausgefunden, wie ich das rausfinden kann. Auf jeden Fall seht ihr im Hintergrund schon ein Stück vom Gleiswendel. Da habe ich jetzt 3 Tage für vorbereitet. Das Segment habe ich vorbereitet. Hab da auch schon tatsächlich die Zufahrt drin. Und das ist aber noch lange nicht alles. Also ich habe am Anfang der Videoreihe gesagt, es wird spannend und bleibt spannend. Und jetzt ist der Punkt, wo ich kurz vorm Verzweifeln war. Aber es hat geklappt. So, hier könnt ihr erkennen, eventuell, ich denke schon, habe ich gerade geguckt, dass hier ja Striche eingezeichnet sind, Linien. Das ist der dritte Gleiswendel, den ich baue. Ich habe ja in der alten Anlage 2 Stück gehabt, nur ein bisschen kleiner. Und da habe ich die Trassen rund geschnitten, so wie ihr das gleich an der Auffahrt seht. Und habe das dann mit Glasfaser verstärkt. In dem neuen Gleiswendel wollte ich das aber in einem Stück machen. So hatte ich das bei der alten Anlage auch geplant, aber letztendlich war der Wendel zu klein und passten keine 2 nebeneinander. Da mussten 2 Gleiswendel auf einer Fläche von 1,20 Meter auf 90 rein. Und das ging aufgrund der Radien, war das dann zu eng. Ich zu viel Übermaß brauchte. Wegen Zu- und Abfahrt, das war alles nicht so schön. Auf jeden Fall habe ich hier schon vorbereitet. Das ist ein Stück des Gleiswendels. Das ist alles 4 mm Pappelsperrholz. Es wird übereinander verleimt. Das ist aber alles noch trocken. Ich zum Probe liegen gehabt, der passt genau da rein, aber das zeige ich euch gleich. Eins nach dem anderen. So, auf jeden Fall ist das der alte Gleisplan. Hier hatte ich versucht mit Winkelmesser und was weiß ich, kannst du vergessen. Das heißt, der kommt weg. Hier ist der neue Wendelplan. Nun, da habe ich dann mir ein paar Blätter grob zusammengeklebt. Aber so gut gerade wie es ging, aber die Zeichnung selbst ist nicht hundertprozentig gerade. Hat auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Auf jeden Fall sieht so der aktuelle Gleiswendel aus, der ins Segment 5 eingebaut wird. Hierfür, ich hoffe ihr seht das so, ich hole gleich ein bisschen näher, habe ich mir Schablonen gemacht. Ja, genau, das hier. Das sind 12 und das sind 4. Also ich brauche pro, das ist ja eine Windung, pro Windung 12 von diesen Brettchen und 4 von diesen Brettchen. Ne? Ich hole euch jetzt eh ein bisschen näher und dann seht ihr ein bisschen mehr. So, jetzt könnt ihr ein bisschen mehr sehen. Auf jeden Fall habe ich ja hier jetzt die Gleistrasse. Und das passt mit Radius 40 außen und 36 innen. Ich habe einen Gleisabstand von 35 mm. 36,5 Innenradius und außen R400. Ne, 35 mm zwischen den Gleisen. Mitte, das passt sehr gut. Auf jeden Fall, es kommt hier 18 cm gerade. Und dann heißt das, dass das eine Brettchen, also von diesen her, das blaue sind die Brettchen, als Schablone zum Probeling so hier hinkommt, dann kommt das nächste Brettchen, das wird hier so vorgelegt, ne? Dann kommt noch so ein kurzes Brettchen, kurze Brettchen sind glaube ich 41,5, genau, die sind 41,5 lang oben und 105 breit. Ne? Das wird dann so aufeinander geklebt. Also erst werde ich mir
den Winkel kleben, dass ich hier die 135 Grad habe. Ne? Und hier ja auch logischerweise. Aber warum 135 Grad? Das ist ganz einfach. Ich muss ja 90 rum. Ne? Und auf die 90, die muss ich durch 3 teilen. Ne, nicht durch 3 teilen, wie habe ich das gemacht? Auf jeden Fall sind das hier 45 Grad Schnitte. Und ich muss ja hiermit auf 45 Grad Schnitte und ich muss dann damit auf 3 Teile kommen. Und dann bin ich auf 135 gekommen. 45, 90 und 135. Deswegen nicht durch 90 teilen, das war scheiße, was ich gedacht habe. So, genau. Du musst die 135 durch 3 teilen. Und dann weißt du, was für eine Schnittkante du brauchst. So, auf jeden Fall. Habe ich ja Brettchen A, dann kommt Brettchen B, sage ich mal, auf Brettchen C. Ne? Und dann gucke ich, dass ich hier meine 135 Grad habe. Und dann fahre ich weiter fort. So, angenommen, ich möchte jetzt um die Kurve, das habe ich im gleichen Segment. Deswegen habe ich das hier schon zusammengesteckt mit Reißnadeln. Dann gehe ich ja hier so weiter. Das nächste Brettchen, das lege ich stumpf davor. Dann nehme ich wieder das nächste 41,5er und klebe das dann passend im Winkel hier so drauf. Ne? Und dann gehe ich einmal rum. Jedoch nur so weit, dass ich noch Schienen legen kann. Das werden direkt Schienen, also es wird direkt gekorkt und direkt Schienen gelegt. Der Gleis wird nämlich komplett fertig gemacht direkt. Ne? Bis auf Ebene Hauptbahnhof wird das komplett fix und fertig gemacht, den Gleiswindel. Das ist zumindest der Plan. Ja, und hier habe ich ja dann dementsprechend dann auch weiter, ne? Nur das kommt halt von oben. Da muss ich dann halt hier drauf kleben. So, das ist jetzt einmal umgekehrt, also spiegelverkehrt quasi, weil ich fange ja hinten an der Wand, fange ich ja an mit der Einfahrt. Aber das zeige ich euch jetzt. Und der Gleiswindel selbst, der hat ungefähr, also das, ich habe hier Segmentgröße tatsächlich, ungefähr einen Zentimeter an jeder Seite, wenn überhaupt. Also der passt da richtig schön knackig rein. Der ist ein bisschen größer wie der originale, den ich geplant hatte. Hab circa einen Zentimeter im Radius jeweils mehr. Und die Auffahrt zum Gleiswindel, die ist auch ein bisschen größer geworden im Radius. Aber das zeige ich euch jetzt. So, im Gleiswindel sieht das jetzt wie folgt aus. Ne? Ich habe das jetzt schon mal vorbereitet, ohne euch, damit ich sicher gehen konnte, damit das alles vernünftig klappt, wie ich es geplant habe. Auf jeden Fall, wie habe ich das jetzt gemacht? Ich hatte ja keinen Gleisplan mehr. Da ich mir ja einmal den Gleiswindel komplett neu konstruiert habe. Und somit hat er die Auffahrt auch nicht mehr gepasst. So, jetzt habe ich mir ganz einfach eine 180-Grad-Kurve ausgedruckt mit Radius 4 und Radius 5. Radius 4 hat er bei Fleischmann glücklicherweise 32,9 und R5 hat 36,2. Der ICE4 von Kato passt wunderbar rum, der hat auch wieder 35 mm Gleisabstand. Die Zufahrt und der Gleiswindel hinterher auch, das passt wunderbar. Auf jeden Fall bin ich selbst hier noch ein bisschen drüber, wie ursprünglich geplant gewesen. So, auf jeden Fall bin ich jedoch hier ein bisschen runtergegangen. Hier habe ich jetzt im Innenradius nur noch 36,3 und außen 39. Und vorher hatte ich ja 50 und 47, glaube ich. So wie ich von der Paradestrecke komme. Aber da das ein Tunnel ist, sieht man das sowieso nicht und das passt da sowieso alles wunderbar. Ja, hier hatte ich jetzt, ich habe das einfach so geplant gehabt, habe ich mir das da getrennt und habe mir dann hier meine Gleismitte aufgezeichnet und halt die 35 an links und rechts. Na, so kann ich das schön übernehmen. Das Loch habe ich natürlich immer reingeschnitten. Nehme ich mal weg. So, jetzt seht ihr die Trasse. Na, so hatte ich das vorher im alten Gleiswindel auch. Habe das dann nur diagonal geschnitten mit Glasfasermatte
Und Epoxidharz hatte ich das dann verklebt, verschliffen, war ein Riesen-Heckmeck. Auf jeden Fall habe ich das jetzt dann nur so gestückelt. Hier ein Plättchen runter, hier ein Plättchen runter. Das reicht so alles bombenfest. Steigung ist auch schon drin. Hier werde ich aber, denke ich, noch einmal kurz unterfüttern und hier drüben auch. Ich bin jetzt in der Steigung. Das könnt ihr sehen. Bin ich, vorne muss ich euch sagen, bei 1,64%. Wenn ich jetzt hier hingehe, ich bin knapp über 2, so 2%. Hier geht er runter auf 1,9. 1,8, 1,7. Auf jeden Fall liege ich unter 2%. Ne? Hier sind wir nur 1,56, also knapp 1,6. Und da werde ich schon wieder weniger. Da muss ich mal schauen, dass ich mir das noch vernünftig da ausrichte. Und dann sehe ich ja, was die Steigung das ist. Aber das ist ja eigentlich schon ausgerichtet. Deswegen war das gerade Schwachsinn, was ich gesagt habe. Steigung von 1,3. Vorhin hat der 1,9 hier angezeigt gehabt, wenn ich so rum hinstelle. Zeigt er nämlich 1,6. So also könnt ihr das ja nicht sehen, weil da ja kein Display ist. Und jetzt sehen wir, nicht fast ebenso, 0,6. Und dahinter. Ja, auch sehr gut in Steigung 1,6, das passt wunderbar. Also der ist auf jeden Fall funktionstüchtig. Ne? Kann ich locker mit 5 Personenwagen hochfahren, denke ich. Ja, jetzt geht's mit dem Wendel weiter. So, das war jetzt die Zufahrt. Habe ich da jetzt nicht mitgenommen, weil ich wie gesagt 3 Tage Vorbereitungszeit hatte, um das alles hier anzufertigen, mir nochmal neue Gedanken drüber zu machen. Muss ich mir nochmal neue Gedanken drüber machen, wie ich das jetzt letztendlich mache, damit das alles funktioniert. Und habe da den Brettchen schon mal ausgeschnitten, dass man auch am Ende ein Ergebnis sieht. So, könnt ihr bis vorne hingucken? Perfekt. So, alles klar. Auf jeden Fall ist ja das jetzt das eine Stück von dem Gleiswendel. Das schneide ich hier ab. So, auf jeden Fall schneide ich das hier nur passend ab, dass das drauf geht. Der Wendel kommt bis gut Zentimeter Außenkante. Dann lege ich mir den weiter. Kommt der so, fährt auch schön an der Außenkante entlang. Jeder Strich ist gerade mit so einer Segmentkante. Ne? Also sieht man, dass das auch gerade ist. Dann ist das die nächste Kurve. Das habe ich leider falsch rum zusammengesteckt. Aber es kommt letztendlich so hier drauf. Alles schön im Winkel ausgerichtet. Und so schraube ich mich hoch bis zum Hauptbahnhof. Und wie ich das jetzt verleime, dazu nehme ich euch mit. Im Vorfeld wollte ich halt, wie gesagt, nur die Trasse fertig machen für die Zufahrt zum Gleiswendel, damit da auch eine Funktion gewährleistet ist. Die Gewindestangen kommen anschließend mittig eine hier, dann in jeder Ecke und dann halt in der Mitte jeweils. Das kann ich euch nochmal auf dem Plan zeigen, beziehungsweise wer es gesehen hat, die türkisen Punkte davon alles Bohrung für die Gewindestangen. So, auf jeden Fall werde ich jetzt schon mal eine Rundung quasi bis hier vorne hin fertig machen. Dann muss ich das alles bekorken, wenn es trocken ist. Und dann kommen, denke ich, auch schon Schienen drauf.
Aber das weiß ich noch nicht. Da muss ich noch gucken. Und auch wie viele Teile das letztendlich werden, weiß ich auch noch nicht. Weil ein Gleissindel, das ist nach wie vor nicht mal eben gebaut. Also das ist schon zeitaufwendig. So, wie gesagt, jetzt geht's los. Ich baue jetzt da die ersten Trassen zusammen, beziehungsweise klebe jetzt erst die ersten Brettchen zusammen. Und dafür dann werde ich das alles starr im unteren Bereich. Kann euch hier auch mal gerade zeigen. Jetzt muss ich das einmal entfernen. So, hier habe ich ja auch. Hier habe ich 6 mm unterfüttert. Hier habe ich, weiß ich gar nicht mehr, 18, glaube ich, hochgeholt. Oder 16. Naja, einfach MDF zugeschnitten und runtergeklebt. Ja, 16 mm oder 18. Und hier habe ich unterfüttert 24. Das hat ungefähr eine Strecke von 1,50 m. 1,60 m, glaube ich. Muss ich gleich mal messen und sage euch, wie lang das ist. So, jetzt geht's weiter. Jetzt werde ich die ersten Brettchen, beziehungsweise ersten, ja, ich denke 180 Grad zusammenkleben von dem Gleiswendel, damit ich die erste Windung zusammen habe. Also, erste Windung ergibt sich ja dann mit der Auffahrt zum Gleiswendel. Habe jetzt auch nochmal nachgerechnet. Da gibt es ja so ein Rechenprogramm bei Google. Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, irgendein Rechner auf jeden Fall. Auf jeden Fall kannst du da die Länge eingeben und die Höhendistanz, die überwunden wurde. Und da bin ich bei einer Gleislänge von 1,65 m, also 1650 mm, und einer Erhöhung von 26 mm. Bin ich dabei knapp 1,6% mit dem äußeren Gleis. Und das ist ja die Auffahrt. Ich fahre ja außen hoch und da bin ich voll im grünen Bereich auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall hatte ich euch ja das hier vorhin mit den Schablonen gezeigt. Die räume ich jetzt mal eben schnell zur Seite. Und dann werde ich auch schon mal anfangen, die ersten Brettchen zusammenzukleben. So, na, jetzt nehme ich die kurzen. Hab hier einen digitalen Winkelmesser. Den digitalen Winkelmesser. Den habe ich schon eingestellt auf 135 Grad. Ich denke mal, das könnt ihr gut erkennen. Das sind außerdem, wovon ich vorhin sprach, die Markierungen, wo die Gewindestangen durchkommen. Das ist ja hier überall auch, so Versetzhaltung, ne? Hatte ich ja vorhin gesagt. So, auf jeden Fall hält das gleich ein bisschen besser. Ich möchte das jetzt nur einmal kurz so aufeinander legen. Genau. Alles klar. Ja, das ist alles im Winkel geschnitten. Mit der, also erst habe ich ja, ich hatte ja eine Fixmaßplatte. 60 cm auf 120 cm. Das sind alles in 105er Streifen geschnitten. Da ist der Rest, seht ihr nicht. Und das ist schon eine Platte auf jeden Fall. Da habe ich das halt, wie gesagt, 120er Streifen geschnitten und dann habe ich das auf Vergärungssäge als 45 Grad Winkel geschnitten. Ne? So gut wie es ging. Und auf jeden Fall ist das nicht ganz so geil. Naja, Beste raus machen. Können wir ja noch ein bisschen nacharbeiten. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon wieder ein Stück vergessen. So. Auf jeden Fall zeichne ich mir das jetzt hier grob an. Und das ist meine Klebekante. Jetzt mal schon mal ein bisschen benetzen. Deckel lege ich besser weg. Ist außerdem immer noch die erste Flasche Holzleim. Ich habe noch kein Liter Leim verbraucht. Schon
Echt, der Wahnsinn. Ja gut, ich will einen Zahnspachtel von Teil, also mal ein bisschen mehr drauf. Ich probiere das mal satt einzukleistern, beziehungsweise einzuleimen. In der Hoffnung, dass die Bretter sich noch ein bisschen beiziehen. Weil die Holzkatastrophe hat sich noch nicht geändert, ey. Das ist bei den dünnen Platten. Sieht das echt mau aus. So, ne? Habe ich einen Anhaltspunkt. Kleben wir die hier drauf. Nämlich eine kleine Zwinge, voll cool. Und das einmal hier für Zwingen. So. Ja. Ausrichten. Schon ein relativ schönen Winkel von 135 Grad. Das heißt, das hat gepasst. Und das alles schön verzwingen. Das jetzt aus. Ne? Hier habe ich jetzt schon eingezeichnet, wo das abgeschnitten wird. Hier muss ich natürlich noch auffüllen, ist ja kein Problem. Und das ist ja dann der Übergang von der Gleiswindelauffahrt
zum Gleisfunnel. So, jetzt mache ich den Zeitraffer weiter diese Ecke dran und dann kann das auch schon eingebaut werden. Ja, so sieht jetzt bis auf Weiteres der Gleiswindel aus. Ja, die erste Rundung quasi, also die erste Wendel quasi. Und jetzt lasse ich es durchtrocknen, bis ich nachher von der Arbeit nach Hause komme. Und dann werde ich mal gucken, dass ich die Brettchen vorbereite für die Neigung bzw. Steigung der Felle. Dass ich den fixieren kann, das ist ja die untere Ebene vom Gleistunnel, die werde ich noch fix fixieren. Und das, was von jetzt vorne abgeht, das ist ja dann hier hinter mir direkt die Einfahrt in den Wendel, das werde ich dann mit Gewindestangen am Höhenversteller machen. Aber der wird noch wahrscheinlich stabbefestigt. Das werde ich sehen, wenn der heute Nachmittag trocken ist, soweit. Vor die Ecke da abgeschnitten habe, wie der überhaupt da drin liegt. Ja, genau. Ja, wie gesagt, lasse das jetzt trocknen und dann werde ich das Endergebnis euch noch präsentieren und gucken, wie ich das dann auch in diesen Teil tatsächlich montiere oder dazu ein extra Teil mache. Wir danken mir auf jeden Fall schon mal fürs Zusehen. Wo einige Abonnenten dazu gekommen, was mir sehr freut. Und es würde mir auch weiterhin freuen, wenn ihr weiter fleißig abonniert. Ne, kostet ja nichts, kostenlos. Wenn ihr die Glocke noch aktiviert, dann verpasst auch kein Video mehr. Und dann seht ihr auf jeden Fall, ohne euch selbst rumzukümmern, wie es weitergeht. Danke euch, macht's gut.